Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Final Fantasy 9. Ola, das wollte ich nicht, da habe ich jetzt mit meiner Maus gesteuert. Ja, wir waren hier stehen geblieben in dem Maschinenraum und ja, jetzt rennen wir erstmal mit Zina und Garnet. Gleich, wenn das Stiegel aus ist, Narrat, hau mal ab. Ja, lasst uns in das Zimmer zur Linken flüchten. Ja. Okay. Hätten wir uns auch sparen können. Stehen geblieben! Prinzessin! Dyson wird euch retten, verzagt nicht! Prinzessin Garnet, seid unbesorgt! So ist es recht. Zum ersten Mal seit Gründung der Pluto-Truppe gelungene Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat! Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte? Wer bist du, Komiker, überhaupt? Von nun an, passen wir auf die Prinzessin auf. Ja, ist jetzt nicht mehr dein Bier. Daisenborn. Also, Daisenborn. Jetzt heißt es hier, ne? Gibt's hier den Hammer auf den Kopf. Ja, Sina kriegt gleich wieder auf den Sack. Na komm. Stehlen wir erstmal. Irgendwas wird er haben, was man brauchen kann. Ich weiß es leider gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat er was. Ein Seidenhemd. Ah, ein Habenichts. Okay. Das Seidenhemd wollte ich haben. Ach, was mir gerade auch übrigens einfällt. Wir haben ja beim ersten Boss den Seelenquider geklaut. Das ist eine Waffe für Chili. Also für mich, ja. Müssen wir mal schauen. Ach ne, können wir nicht einfach einsetzen. Schade. Da. Da ist ein Born. Na, wenn das so ist. Macht Daisen Born erstmal seinen Special Move. Verdammter Mist! Was? Was ist das denn? Was ist denn das? Das, mein Lieber, sind Juckzirpen. Los, das ist unsere Gelegenheit. Heute Abend endlich, werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über sein Land. Buahaha. Wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst. Und egal, wie sehr Cornelia auch dich lieben mag. Einem Kerl aus so niedrigem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn diese Glocke zum dritten Mal läutet, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Aber auch schon das zweite Mal. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse. Verdammt, wir sitzen in der Falle. Chili, Lift Nummer 2, Zifix. Garnet, hierher. Das hast du dir doch wohl so gedacht. Ja, und der hat sie jetzt einfach mal beide ausgenockt, oder was? Einfach mal eine Backpfeife. Noch einmal. Prinzessin, an alle, spielt einfach mit. Spielt einfach weiter. Hä? Bin ich hier nur? Cornelia. Dein Geliebter, Markus. Markus. Ja, das ist es. Hehe. Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima, dann spielen wir erstmal eine Weile weiter. Königin Brane sieht bestimmt auch zu. Markus, ich habe dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein.
Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Na, König Lea, wie schaut's aus? Gib den beiden eine Chance. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein? Das ist ausgeschlossen, absolut ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider? Ich? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Bam! Erstmal beide verdrechen. Abgang, die sind zu stark. Cornelia, sei brav und kehre mit mir zum Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf, deinem Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lea. Es wird Zeit, endlich abzurechnen. Für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Warum? Und Dayson ist total außer sich. Markus, bitte vergib mir, aber es ist mein Vater. Prinzessin Cornelia! Ist ja überhaupt nicht auffällig, ne? Auf so einer, Theaterstück. Tausende Leute gucken zu und Prinzessin. Was? Vater, verzeih, dass ich so ungezogen war, aber bitte. Zeige Güte und vergib Markus. Das darf nicht sein. So werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie mehr hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nicht mehr spüren? Wenn dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Markus! Nee! Und weg ist er. Da weint selbst das Walross. Was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr. Mir kommen gleich die Tränen. Das will keiner sehen. Mal nebenbei, wo steckt eigentlich Garnet? Boah, mächtig gutes Stück. Ja, wirklich schön. Oh, der kleine Masu weint. Siehste, hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Ah, bist schnell weg hier. Hier geblieben. Und Masu fliegt erstmal auf die Fresse. Idiot, steh auf. Bleibt ihr wohl stehen. How about no? Bitte vergib deinem Vater. Prinzessin. Es tut mir leid. Hier geblieben. Stehen bleiben. Boing. Kommt nicht näher. Ah, ich brenne. Chili, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist dann wohl das Ende der Theateraufführung. Der Theatergruppe Tantalus rum. Gar nicht, wir hauen ab. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Dayson, bitte lasst mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, wie lautet euer Befehl? Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich. Prinzessin! Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Muss man sich auch noch um den kleinen Masu kümmern hier. Ja, bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich. Aber ihr lasst mir keine andere Wahl. And it's time to fight Daisonborn. Und diesmal sogar schon mit 3 Standardcharakteren. Ja, und hier könnten wir jetzt beschwören. Was aber nicht geht, weil wir nicht genug MP haben. Wir können auch alle heilen. Ja, hier, Markus kann halt stinklos den Dingens Zauber, aber... Nee. Moment.
Ach komm, gehen wir. Ah, hier. Masu kann nämlich sammeln. Dadurch steigert er seinen magischen Angriff. Und Schwarzmagie. Schwarzmagie einfach mal vorführen. Und Garnet macht Abwehr. Da gehen wir auf Weimar und ja. Ich habe noch eine Verabredung. Kommt sofort zurück, ihr feigen Hunde. Und Dayson Bond steht alleine da. Und halt jetzt einfach mal als Beispiel. Können wir ja jetzt mal machen. Ich hoffe, Dayson Bond hält das noch aus. Nein, hält er nicht. 96 Schaden. Wie kann das sein? Mir sind Ferdizifix. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Voller Schub voraus. Roger, los geht's. Ne, auf jeden Fall wegen Sammeln. Das steigert halt den magischen Angriff um... Ich weiß leider nicht, wie viel. 20% vielleicht. Und die schießen einfach mal mit Harpunen nach uns. Wow. Und das hätte fast die Prinzessin erwischt. Die Königin scheint ganz schön pisst zu sein. Und Dayson Bond will sich ranschleichen, aber... ja, die Neid. Oh. Ah, ein Bomber. Ach übrigens, was ich auch noch sagen wollte, bei Bosskämpfen, was das jetzt nicht ist, das merkt man an der Musik, werde ich in diesem, ja, Ladebildschirm, diesem Zwischenbildschirm, noch ein kleines, ich werde dazu noch hier Dingens hinzufügen. Die Infos über den Boss. Dass man weiß, dass der Boss halt auch wirklich, was der Boss hat und was der Boss kann. Jetzt gehen wir mit, machen wir mit Garnet mal Wechsel, weil ich nicht weiß, ob sie in der hinteren Ne, sie ist in der hinteren gewesen, okay. Jetzt machen wir nochmal Schwarzmagie, nachdem wir einmal gesammelt haben. Und der Bomber wird immer größer und größer. Davor waren es 96, jetzt sind es 124, also ja, 25% Steigerung. Bisschen mehr. So. Ein Bomber. Ja, Bomber Much Hour. Auf diese faulen Tricks falle ich nicht rein. Einmal eine Heilung und wieder All Out. Und mich interessiert jetzt auch gerade, wie viele Runden das Sammeln eigentlich hält. Der Bomber geht gleich hoch und so. Und wie man sieht, Garnet ist eine Weißmagierin. Also ja, hat man davor schon gesehen, aber sie heilt halt und kann beschwören. Also eine Beschwörerin und Weißmagierin. Oh, jetzt hat Dayson Bond auch endlich mal den Bomber gesehen. Ne? Mensch, Mensch, Mensch. Wie man im Hintergrund noch ein Katzengeschrei hört. Ah, das hat dem Flugschiff ganz schön zugesetzt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, weil das fällt mir jetzt gerade auch ein. Ja, und Königin Branes pisst. Richtig pisst.
wie ihr das Let's Play, sagen wir mal, einfach bis jetzt findet. Und auch wenn es noch nicht richtig angefangen hat, ich weiß, es ist doch gerade so die Vorbereitung. Aber auch so, ob es euch lieber wäre, dass ich weiterhin die Dialoge vorlese oder ob ich es einfach weiter drücke und euch einen Moment gebe, die zu lesen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wäre recht hilfreich, ne? Oh, wir stürzen ab. Zifix. Hast du gut erkannt. Halt jetzt so wie den Dialog eben, ob ich die vorlesen soll oder ob ich euch einfach die Möglichkeit geben soll, zur Not das Video kurz zu stoppen und das selbst zu lesen. Und wir fallen einfach mal im Wald runter. Diese kleine Göre. Ich hielt sie bisher nur für ein unbedarftes Kind, kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Son? Son? Wie sieht es aus? Sind sie schon einsatzbereit? Bereit für den Kampfeinsatz, sag ich. Und Prinzessin Garnet machen wir den Gar aus, sag ich. Wer hat was von Töten gesagt? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. So, und wir wachen auf in einem Wald und sehen nur das, ja, das abgestürzte Luftschiff. Himmel, was? Himmel, Brano und doch was. Hat's dich erwischt, Sina? Bei mir ist alles klar, aber de prima vista ist hier zifix. Jetzt beginnt es erst so richtig spaßig zu werden, dass wir auch ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Aus dem vermaledeiten Wald ist noch Guana wieder lebendig rausgemacht, zifix. Chef, wir haben hier ein Problem. Unten ist Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik. In der Botanik überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Und vergesst nicht, die Verletzten rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Bring unsere gesamte Beute nach draußen. Waffen, Items, alles, was noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mal mit den Füßen voran. Roger, zifix. Jetzt wollen wir aber wieder was machen. Löscht endlich die verflixte Feuer, zifix. Allein bringe ich das Ganze, zeig nie und nimmer naus, zifix. Was tut ihr denn alle, zifix? Wollt ihr das Eis verkuckeln? Das Eis verkuckelt. Wir suchen Prinzessin Garnet, yep. Wir können sie aber nirgends finden. Vielleicht ist sie beim Absturz unter das Schiff geraten, yep. Nicht nur die Prinzessin entführt. Was? Nicht nur die Prinzessin entführt, sondern jetzt ist sie nur Blatt via Aflunda, zifix. Dafür hängen wir alle, zifix. Ach Gott. So, erstmal wieder hinrennen. Du tust also doch nur leben, Chili. Du legst die nieder vom Fliegen. Oh, Theaterschiff zu springen, zifix. Von wegen abgesprungen. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleudert. Was ist mit den anderen? Da macht ja mal keine Sorge. Unkraut vergeht eben nicht, zifix. Ja, Prinzessin, weiß ich. Fehlt. Eine ATE, Kupo, steht für Active Time Event. So kannst du die Geschehnisse, die andererorts stattfinden, miterleben. Muss ich nur gucken, wo das ist. Achso, mit L2 auf dem PlayStation Controller. Okay. Ah.
und wieder auf die Schnauze fliegen. Bist du in Ordnung? Kommt es noch näher? Oh, was? Ah, Hilfe! Okay, die sind in Trouble. Das ist die aussichtsloseste Situation seit der Gründung von Tantalus. Tefix. Na, jetzt schauen wir mal kurz, wie lang der Part ist. Na komm, ein bisschen können wir noch machen. Ah, Moskau. Ich hätte so gerne einen Brief. Ja. Scheiße gelaufen. Speichern wir erstmal. So. Einmal speichern. Und jetzt kann ich euch ja auch mal kurz zeigen, wie es dann... Ja, erstmal schauen wir, dass wir diesmal wirklich dran denken. Hier, der Seelenquider. Halt, ja. Eine Waffe für Chili. Den Lederhut, nein, da war nichts, da auch nicht. Er hat noch ein Seidenhemd. Ja, bringt ein bisschen was. Oh, und den... Oh, da haben wir Bestientöter dabei. Eine Ability, die wir natürlich ausrüsten. Ach, Moment, hatten wir von der anderen. Da hier noch. Ja, Kavalier. So, legen wir beides an. Und jetzt gehen wir erstmal wieder. Erstmal gerade lang. Verwunschener Wald. Der ist sehr verwunschen, der Wald. Und das ist ein Wald und da ist ein Frosch. Hallo Frosch. Und hier kommen auf jeden Fall jetzt Zufallskämpfe. Ganz normal. Also jetzt fängt im Großen und Ganzen, sage ich mal, das Spiel ganz normal an. Und wir haben einen Goblin. Und wie man auch sieht, der Seelenquider. Man erkennt ihn. Davor hat er ja immer nur so einen ganz normalen Dolch gehabt. Aber jetzt so richtig schöner, ja. Und so ist halt auf jeden Fall der Aufbau vom, ja, jetzt hier Zufallskämpfe. Ja, mal die die XP wird dann halt verteilt. Also, ja, wenn wir einen Charakter haben, kriegt der die ganze XP. Wenn wir zwei Charaktere haben, wird die aufgeteilt und so weiter und so weiter und so weiter. Boom. Oh, wir sind gerade einfach zu stark hier. Na komm, machen wir noch zwei, drei Kämpfe und danach würde ich aber sagen, weil was Größeres will ich jetzt gerade nicht mehr machen, weil ich nicht weiß, wann wir dann zum nächsten Speicherpunkt oder das nächste Mal zum Speichern kommen, so rum. Deswegen schauen wir lieber hier mal. Ach übrigens, wir haben ja eine neue Technik, Räuberauge. Kann ich ja gerade mal zeigen. Damit können wir nämlich sehen, was wir beim Gegner klauen können. Eine Potion. Okay, unwichtig. Und Tschüss ist einfach nur... ja. Ist einfach nur eine Flucht. Also nicht der Rede wert eigentlich. So. wir können halt einmal manuell flüchten, indem wir L1 und R1 gleichzeitig drücken. Aber dann brauchen wir halt ein Weilchen länger. Dann da dauert es immer ein Stück. Und mit und Tschüss sind wir direkt, verlassen wir den Kampf direkt. Aber ich wüsste jetzt erstmal nicht, warum ich und Tschüss groß oft verwenden sollte. Von daher bleibt das euch erstmal erspart. Ein Isegrim. So. Und zack. Ah, okay. Mit dem nächsten Kampf sind wir dann Level 4. Und danach würde ich sagen, beenden wir dann auch den Part. Gehen wir noch speichern. Und dann beenden wir den Part. Wee, 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 wee.
Ach, ich mag diese Kampfmusik. So. Und zack. Weg ist der Goblin. Und pro Level Up bekommen wir halt HP. Wir bekommen auch... Oh, da unten hat man auch gerade gesehen, wir haben eine Goblin-Karte bekommen. Wir bekommen halt auch hier Status, ja, die steigern sich langsam aber sicher. Und hier, warte, jetzt kann ich es auch mal zeigen. Da sieht man 5 von 45. Und wenn das halt gefüllt ist komplett, ist diese Ability gemeistert und wir können was anderes anlegen, ohne dass wir die Ability verlieren. Ist halt ganz praktisch. Oh, was steht ein Cena da? Was? Nochmal, hä? Wenn sie im Wald gelandet ist, wird sie sicher schon vom Monstern gefressen. Zu fix. Ja, ja. Aua, aua, der Steuermann hat seinen Führerschein wohl bei der Tombola gewonnen. Sehe nur meine arme Zimbel. Oh. Hast ja sonst keine Probleme, ne? Aber wir speichern jetzt erstmal und beenden dann den Part. So. Und unter anderem, jetzt nur so am Rande mal gesagt. Wir haben jetzt schon bald 2 Stunden gespielt. Und in 13 Stunden sollte man das Spiel durchspielen, damit man die eine Errungenschaft schafft, bekommt. So. Deswegen... So viel dazu, ne? An dieser Stelle beende ich dann aber den Part und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9. Also macht's gut, Leute!